Moin, meine lieben Nugatschen, und herzlich willkommen zurück zu LOL, und das nach einer ewig großen Pause geht es mit einem schönen Video weiter. Ja, wir spielen Hacker im Jungle. Ich habe mal nicht den Predator mitgenommen. Ich weiß, dass Predator auf Hackerim eigentlich absolut OP ist, aber ich nehme mal lieber die meine Tank Masteries und Runen mit. Wenn man es eigentlich als Runen bezeichnen kann. Eigentlich sind es wirklich bloß Masteries. Und es gab eine kleine Diskussion mit dem Nasus, weil in seinem Chat war er zuerst, in meinem Chat war ich zuerst. Er hat dann so gesagt, ja gut, mach du Jungle, ich gehe, mach du Toplane, ich gehe Jungle. Und da habe ich dann bloß so gedacht, so, Nasus Jungle ist eigentlich richtig scheiße, finde ich. Also ich kann Nasus Jungle absolut nicht ab. Egal, ob er in meinem Team oder im Gegnerteam ist. Nee. Da habe ich gesagt, nee, mach du Toplane, ich gehe Jungle. Und da habe ich mich dann eben für Hackerim entschieden und dann war's eigentlich ganz geil. Ja, und ich nehme halt Crasp of the Undying mit, weil ich glaube mal, dass das gar nicht mal so schlecht ist. So. So. Eine Fiora Jungle. Das wird interessant. Vor allem, wenn sie Dark Harvest mit hat. Ist mit Nasus übelst OP. Dark Harvest. Tada! Na, den Mordekaiser. Okay, ich glaube, ich muss den Mordekaiser auf der Toplane so zugänken bis zum Abwinken. Alles klar. Ich mag Hackerin. Ja, sei doch froh, er hilft gerade wahrscheinlich noch beim Blue. So, wir werden natürlich versuchen, noch hier die Wölfe mitzunehmen, einfach bloß um diesen zusätzlichen Bonus dann beim Red Sound, dass wir da schon Level 3 sind, und falls der Mordekaiser doch schon top sein sollte, dass wir dort schön zuböllern können. Ja, da ist er. Weil ich glaube mal, dass gerade das wird ihn richtig tilten. So, nochmal kurz ping, dass es 4 Sekunden noch cooldown hat, aber dann durfte er ja eigentlich schon... nicht vom dritten treffen lassen, nicht vom dritten treffen lassen. Okay, das war... Das war jetzt eine Scheiße, aber der Mordekaiser hat kein Flash mehr. Ich zwar ohne, aber naja. Aber das bedeutet, jetzt ist der Mordekaiser so gut wie tot. Denn jetzt habe ich noch einen Smite, falls er doch noch wegrennen will. Wisst ihr was, ich mache die Crux und dann komme ich klar nochmal. Okay, der Gang, der war jetzt richtig scheiße von mir. Ich hätte vielleicht doch eher flashen sollen, dass ich vielleicht einen Outtake machen kann, dass er nicht wieder ein Schild generiert. Aber... naja. Oh.
In solchen Momenten wünschte ich mir einfach bloß, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ja gut, er bleibt halt. So, good job. Ich würde sagen, das machen wir jetzt immer wieder. Immer wieder, immer wieder und immer wieder. Wir müssen den, glaube ich, dort wegtilten. Ja, ich würde dir gerade gerne helfen, aber ich habe leider nicht mehr genug Mana. The Shadow approaches. Na gut, das wurde hier schon abgefarmt, das Teil. Na gut, da ist gewordet, schade. Mal kurz gucken, was da ein Wort ist. Der Punkt ist, ein Ward stört Hackerin teilweise gar nicht. Weil er rennt trotzdem einfach durch. Er galoppiert einfach durch und böllert rein. Ich kann ja auch nicht überall gleichzeitig sein, Victor. Das geht nicht. Und ich habe noch keine Ult. Vielleicht habe ich nach dem Bluten, nach dem Blut die Ult. Der hier vom W ist unfassbar gut für den Sustain im Jungle. Ist der schon mal gestorben? Ne, der ist sogar... Na, vom Farm her Zähne hinten, aber das ist noch verkraftbar. So. Wie sieht's denn eigentlich Toplane aus? Kann er ihn traden? Ne, kann er nicht. Ja gut, das ist halt ein Problem. Mordekaiser also Toplane ist halt... Tilt für den Gegner. Und Nasus, der ist halt am Anfang recht schwach gegen den. So, jetzt so eine Dingens wäre ganz geil, so eine kleine hier Heil. Oh, kacke, 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 kacke. La 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 la. Ja, läuft bei dir. Einfach das Ding machen. Scheiß drauf. I do not rest. Ich habe wieder mein Smite. Flash, er hat wieder Flash, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Der versteht mich, der gute Mann. Was ein schönes Spiel. Na gut, Midlane ist gerade ein bisschen am Arsch. Ja, Victor gegen Weiger. Da kann man schon mal ein Auge zudrücken. Weil, was willst du als Victor gegen den Weiger machen? Das ist eben die Frage. So.
würde ich gerne, aber ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Okay. Ich bin ein Deutscher, der schlecht in Englisch ist. Ich glaube, man merkt es. Fiora hat kein Essen bekommen, das ist recht gut. Das war ein richtig nicer Damage von ihm. Was haben wir denn? Ja, Magic Damage, Magic Damage. Hm. Warte. Er hat im schlimmsten Fall einen Slow, sie hat einen Slow, Stun, Slow, Stun. Okay, ich muss Mercury's kurven. Ich bin jetzt gestorben, aber ich finde eigentlich, glaube ich, dass das ein recht starker Trade war, weil wir haben 2 für 1 gemacht. Na gut, die Tristana, die hat jetzt einen Assist. Victor hat aber 2 Kills. Ich glaube, damit kann er jetzt im Midlane ein bisschen mehr machen. Ich komme nochmal Toplane. Also ich werde die Toplane so zutilten, bis der wirklich auf K geht. Weil ich will meinen Narsus so viel wie möglich geben. Wie viel hat er mittlerweile? 141? Ja, er ist übel weit im Lead, mittlerweile im Farm. Send me to battle. Na gut. Become dust. I do not rest. Ja eigentlich wie sie funktionieren. Also eigentlich schon. Und ja gut, der Name ist gerade ziemlich aufs Maul. Aber jetzt gut, kommt ja nochmal das. Der Victor muss mal tanken. Der Victor muss den Tank mal kurz übernehmen. Ja, komm schon, komm. Nice. So, plus auf den Mordekaiser Tablet noch passen. Ich ping den mal, dass ich keins mehr habe. Muss das gleich so sagen, hier, warum ist er verkackt? Nice, da ist der Drake. After Wetter kam top. Nochmal kurz. Okay, warte. Would you kindly stop moving? I do not.
leider kein erstes Mal bekommen, das tut mir jetzt so übelst leid. Die hat einen Blue-Buff. Und ist in meinem Jungle gerade. Also sie wird wahrscheinlich... Ja, da ist er. Die wollte noch den Typ dort. Der Nase, der pusht gerade top lane. Friedlich weiter. Das finde ich gut. Hackerin ist so geil, Alter. Ist ein richtig schöner Top-Lane-Champ. Oder auch Jungle-Champ. Also ich habe auch schon Top-Lane gespielt. Und Top-Lane war auch richtig gut. Nein, die will ich nicht. Obwohl, die sind fürs Ganken noch geiler. Aber naja. Botlane wird ein bisschen auseinandergenommen. Ich glaube, ich muss da noch mal einen Bruzur abstatten. Also ich versuche schon echt hart zu ganken. Also Toplane 6-1. Ich glaube, da habe ich meine Aufgabe mehr als erfüllt, was Toplane angeht. Ich glaube mal, das war besser als nochmal was schnell zu tun, schnell durchzurennen. Geil, er hat den Red von der Fiora bekommen. Ich habe ihn zu ihm gekickt. Ja, das hatte ich auch vor. Nice React Botlane. Alter, da brauche ich mich nie wundern, dass die so scheiße stehen. Wow, die finde so eine lustig, Lilulu. Also, brauche ich mich nie wundern, warum die so scheiße spielen. Es ist mir klar, dass da drei Top-Lane sind, ich weiß, aber ich kann ja gerade nicht entgegen. Ich würde es gerne, aber gerade ist es nicht möglich. Auch wenn der Weiger nochmal sterben müsste. Und der Mordor hier eigentlich auch. Ah, da ist der Victor gestorben. Der wurde schön abgefangen. Ich hab dann ein bisschen aufpassen, da kommt nochmal so ein paar Leute an. Da laufe ich teilweise auch lieber in den Stand, als da entgegenzurennen. Nochmal. Na okay, eigentlich ja. Renn einfach vom Tower weg. Ich glaube, das ist gerade das Intelligenteste, was du machen kannst. Ich habe leider keine Ult, ansonsten könnten wir da Toplane bestimmt richtig easy abholen. Aber naja, egal. Wie gesagt, wir werden den richtig wegtilten. Ups. Ich glaube, also ich würde tatsächlich sagen, wir tilten den richtig hart. Also wirklich richtig hart.
Fiora. Komm mal bitte hier rein. Dass Fiora hier denkt, die kann ich nicht abholen. Drake, oder? So, das ist der zweite Drake, das ist ganz gut. Wir haben jetzt einen Fire, also einen Infernal und einen Ocean Drake, das ist voll gut. Und wir hatten einen Herald. Also unser Game, also unser Team läuft gerade echt gut. Farm ist auch in Ordnung, weil ich glaube mal mit 200 ist, bin ich als Jungler schon ganz gut bedient. Alter, wie viel Schaden man einfach macht. Das ist mit Hicker nämlich krank. So, na, Botlane ist gerade übelst am Arsch. Versuchen wir mal hin zu rennen. Der Punkt ist einfach, wenn ich nur auf Kog'Maw drauf renne, ist das Problem, das ist übelst predictable, weil die Leona kann dann einfach ihren Q machen und bin raus aus der Schose. I'm out. So. Ja, Morde Ult. Oh, ich hab's überlebt. Der Komet hat mich fast getötet. Okay, läuft. Läuft bei mir. Woohoo. Also ich glaube mal wirklich, dass es einzig und allein die Bot ist, die hier richtig verkackt. Bei Midlane, er hat's auch mittlerweile raus. Sie. Ja. 04. Ich habe 4 Kills gespendet. Also ich glaube, wir müssen jetzt mittlerweile noch ein bisschen reinrotzen. So. Der ist weg. Wir müssen den einfach wirklich die ganze Zeit wegtilten. Weil ich glaube, wenn Mordekaiser nichts mehr auf die Reihe kriegt, dann ist ein guter Tank weg. Dann haben die bloß noch Leona und Leona als Tank alleine reicht nicht, weil die hat zwar guten Grundschaden und ein ganz gutes CC mit dem Ding, aber ich glaube mal allein, also sie allein wird nichts reißen können. Und wieder raus, und wieder raus, und wieder raus. Perfekt. Genau so muss es laufen. So. Nochmal zum Rum. So läuft der Hase, Leute. Genau so muss es aussehen. Jetzt hilft uns nämlich der Ocean Trail. Okay, da ist die Fiora. Die Fiora ist aber richtig schlecht im Spiel gerade. Also die Fiora hat nur ihre Hydra. Okay, die Fiora mit Hydra ist schon auch schon was, aber ich glaube mal nicht, dass die so krass sein wird wie ein Hackerin mit seinem Trinity. Also Trinity ist ein übelster Powerspike für jeden Champion. Ich glaube, kein Item gibt so viele, so vielen Champions, die diesen Powerspike wie Trinity. Also ich glaube mal, dass Trinity eines der stärksten Gesamt-Items ist. Früher hat es ja glaube ich sogar noch AP gegeben, als es noch mit AP gebaut wurde und nicht nur aus dem Mana halt. Victor. Oh, das war ganz schön. Na gut. Wir müssen raus. Ich glaube, Nasus ist Mitte gerade am pushen. So, wir können uns jetzt hier erstmal bedienen. Mit ein bisschen Leben. Und am Blue Buff.
Der spawnt nämlich in 16 Sekunden. Ich glaube, da bin ich auch da. Ich werde wieder in den Busch reinziehen, nicht, dass ich hier wieder böse Überraschungen habe. Der Punkt ist halt, ich muss den... Guck mal wirklich in... Der wir müssen den Cockma wirklich in das CC dann töten. Weil ansonsten wird das nichts. Der Flash ist raus von Cockma, das ist sehr, sehr gut. Da hat er nämlich schon mal nichts mehr, um zu escapen. Ja, okay, weiger uns. Ja. Leona. Ja, scheiße, der hat zu viel Textspeed. Hier, Leute, helft mir mal hier beim Drake, der spawnt nämlich gleich in 10 Sekunden. Da habe ich zwar noch keinen Smite, aber trotzdem könnten wir ja dann Drake schon noch machen. Das Game läuft richtig gut. Also wirklich richtig gut. Also was die Objekte und die allgemeine Sache angeht, ja gut, Botlane ist halt am Arsch. Das heißt, der Cockma, den müssen wir später wirklich in der CC töten. Das heißt aber, der Nasus und die Tristana müssen reingehen, um ihn zu töten. Ich hinterher. Also ich glaube mal, das wird ein Spaß, den dann platt machen zu müssen. Ich stehe da dort gerade zu fünf. Wenn wir es aufhalten können, ist geil, weil dann kann der Nasus in Ruhe Toplane pushen. Ich hab den Weiger noch rausbekommen. Ich hab den Weiger gekillt, das ist übel gut. Ich hab 10 Assets, Alter. Ich bin der übelste Mastermind. Leute. Rein da. Ihr habt dort einen Nasus, geht dort rein, Leute. Geht dort doch rein, einfach. Einfach rein. Meine Fresse, Alter. Wie behindert seid ihr denn? Da kommt ein Nasus an, erstmal wegrennen. Erstmal raus! Alter Schwede, ey. Aber ganz ehrlich, 5-3-10. Ich bin kein typischer Jungler. Ich bin eigentlich eher der Top-Lane-Main, weil ich gerne Tanks spiele. Also ganz ehrlich, ich bin gerade mega verwundert, dass ich so gut als Jungler durchrotiere. Also gut, ich habe die Botlane ein bisschen außer Acht gelassen. Ich glaube, da hätte ich wirklich sehr viel mehr machen können. Aber ich glaube mal, alles in allem habe ich meine Aufgabe gut erfüllt. Ich komme! Ich bin auf dem Weg! Da ist noch ein Weiger. Jawohl, ihr habt genau an mir vorbeigeguckt. Nice, Alter. So, Botlane, hier. Botlane.
Da ist nämlich ein wunderschöner Kogma und der hat keine... Der hat kein Flash. I do not rest. Also eine Runde tanzen. Also ganz ehrlich, ich bin echt positiv überrascht gerade, wie gut das Game läuft. Ich glaube mal, es war ganz gut, dass ich mit dem Nasus getauscht habe. Und nicht eher in den Jungle gegangen, sondern nicht. Ja komm, einfach drauf scheißen, einfach Tower nehmen. Den können die nicht steffen. So. Nein, hör auf. Okay, wenigstens noch die andere Hälfte bekommen. Okay. Da war wohl ein... Okay, weg. Rennt, ihr Schwanappen. Okay. Anscheinend macht die Lulu sich jetzt doch nützlich. Okay, 2-8 bedeutet wunderbare Geistessicht. Mal gucken, was das ist. Kaufe ich Club und Starax würde ganz gut noch reinpassen. Oder ein, ja. Ich hole mir jetzt einfach noch eine Warmox. Schön 5800 Leben. 4800. Ich brauch den nicht mehr. Das ist noch ein... Geil, wir haben noch einen Infernal Drake dann. Nice, okay, da wird schon mal abgesichert. Okay, ich werde auf jeden Fall smiten müssen. I am beyond death. Wo ist hier... Ja, Lulu und ich machen den. Als ob der hier seine... Das hat mich so geholt, der Idiot. Nice, das heißt, wir haben jetzt Baron und einen Drake bekommen. Ne, die haben Baron. Scheiße. Nice, das war das Game, Leute. Ich würde sagen, es rennt bei mir. Lasagne an die Macht. Lasagne! For the win! Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!